Ah, you do it like this. Okay. Ja. This is life and this is the end. Yes. All right, we're here to have a refreshment in preparation of the grand activity, the traditional dances that will be going on. So from here, we'll soon be proceeding to the palace where we'll go and perform. We have two traditional dances that we will exhibit today. It's going to be wonderful. Just be patient. Don't quit. You have it in the grand way. So, ich muss jetzt mal ein bisschen mich um meine Sicherheit kümmern. Mittlerweile das ist eine Riesenveranstaltung und unter diesen Bedingungen der Krise ist das nicht ohne Sicherheitsbedenken. Und ich habe mir vorgestellt, dass hier mehr Sicherheitskräfte sind. Ich habe mich jetzt an eine Security-Dame gewendet, die hat mir ein Taxi ausgewählt, das sie persönlich kennt, um in der Lage zu sein, den Standort zu wechseln, mein Motorrad zu nehmen, um dann nach Hause zu fahren in mein Hotel. Denn ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde, bis es hell ist, solange es hell ist. Alle sind am Feiern, außer ich. Ich kümmere mich um meine Sicherheit und es wird alles gut. Ja, so ist es auch. Ich sitze hier ganz gemütlich im Sofa und genieße den Sonnenuntergang. Das warme Licht auf meinem Gesicht kann erahnen lassen, wie schön das jetzt hier ist. Ja, ich kann immer nur sagen, nichts ist sicherer, als sich um sich selber zu kümmern. Ne? Man kann niemandem die Verantwortung zuschieben und sagen, du hast auf mich nie aufgepasst oder du hast ein Bierchen zu viel getrunken oder du hast zu viel mit dem gequatscht und wir haben uns verloren. Nö, da mache ich nicht mit, da kümmere ich mich um mich selber und ich habe mich jetzt auch abgemeldet per WhatsApp. Beim Julius habe ich ihm gesagt, soll sich keine Gedanken machen. Und ja, ich denke, ich bin alt genug. Und jetzt werde ich hier so schön meine Nase pflegen und morgen geht's weiter. Ist die letzte Nacht hier in meinem Kangelhotel. Und dann geht's morgen wieder auf die Piste. Wie ich hoffe, in den sicheren französischen Bereich. Ja, so etwas wie Urlaub. Also Urlaub von dem Stress hier. Jetzt zum Beispiel, die ganze Zeit bin ich ja nur damit beschäftigt, mich darum zu kümmern, wann ist es hell, wann ist es dunkel, habe ich genug zu essen im Haus, habe ich genug zu trinken im Haus, wann muss ich raus, ist das Motorrad vollgetankt. Totaler Stress, totaler Stress. Und Da ist Urlaub, die Füße in den Sand graben, in den warmen, kaltes Bier in der Hand, schön im Schatten sitzen, so wie beim letzten Mal. Das war total klasse. Das suche ich. Mal gucken, vielleicht finde ich das ja. Ich habe jetzt ungefähr vielleicht noch 1000 Kilometer vor mir und dann schaffe ich das bestimmt.
In diesem Sinne. Tschüss.